Kinder fragen, Ingo Siegner antwortet. Wieso kannst du so gut zeichnen? Ich hatte als Kind ganz gerne Comics gelesen. Also ich habe auch viele normale Bücher gelesen, mit weniger Bildern, aber davor habe ich doch viele Comics gelesen, auch als Jugendlicher immerhin, immer noch. Und vor allen Dingen habe ich gerne immer Asterix und Obelix gelesen und die Zeichnungen, die da sind, im Asterix und Obelix sind, die fand ich so toll. Finde ich auch heute noch sehr gut. Und da habe ich dann angefangen abzuzeichnen. Ich wollte das selber können und da war ich glaube ich 10 oder 12 Jahre alt und habe gemerkt, oh, das geht ja ganz gut, das kannst du ganz gut. Und dann habe ich eine Figur so oft abgezeichnet, bis ich sie auswendig konnte. Das kann ich mal zeigen, wie das dann aussah. Die Figur, ich weiß noch, habe ich schon lange nicht mehr gezeichnet, manchmal zeichne ich sie auf Lesungen. Es ging immer so los. Das ist der Augenschutz einer Figur, das sogenannte Visier. Und das ist der Helm. Hier muss man auch aufpassen, wenn man den Helm zu hoch macht, dann sieht das aus wie die Trockenhaube beim Friseur. Das sieht dann nicht so gut aus, sieht zwar lustig, aber dann kommt hier der Wangenschutz. Und hier habe ich immer so gemacht. Und dann hat man schon einen Römerhelm. Und hier kommt der Römer da rein. Kann man eine lange Nase machen, eine kurze Nase. Der hat eine lange Nase und dann hat er vielleicht 2 Zähne. Und na, zum Friseur könnte er auch mal wieder gehen. Und rasieren müsste er sich auch. Und Schnupfen hat der Arme. So, und jetzt habe ich da den Hals. Und dann hatten die hier immer so einen. Das konnte ich aber nicht gleich. Damals habe ich wirklich 20, 30 Mal immer zu Hause abgezeichnet. Da lag der Comic und hier mein Zeichenblock. Und dann habe ich das ganz oft abgezeichnet, bis ich es irgendwann auswendig konnte. Gibt es etwas, das du nicht so gut zeichnen kannst? Im Grunde kann ich alles, was ich noch nie gezeichnet habe, Tiere, die ich noch nie gezeichnet habe, oder Menschen, die ich noch nie gezeichnet habe, kann ich nicht so gut zeichnen. Ich muss eigentlich jedes Tier, das ich noch nie gezeichnet habe, muss ich üben. Deshalb habe ich zu Hause Tierbücher, gucke ich dann das Tier an und dann übe ich das. Und nach ein paar Mal kann ich es eigentlich so ganz gut. Ein Tier, wo ich immer wieder mich schwer tue, ist, ich zeichne es mal an. Vielleicht wird es jetzt gut, vielleicht auch nicht. So. Vielleicht kann man schon erkennen, was es werden soll, aber nicht richtig wird so. Jetzt muss ich. Ja. So. So, also das soll ein Pferd sein und oft sagen mir die Kinder, wenn ich das auf einer Lesung mal zeichne, dass, sagen wir mal, wenn die Kinder nett sind, dann sagen sie, ja, ist okay. Manche sagen auch, es sieht eher aus wie ein Esel, sieht eher aus wie ein Esel und, oder wie ein Maultier, aber da kriege ich einfach immer nicht so richtig hin. Wahrscheinlich ist es hier schlanker oder ich weiß nicht so genau. Also auch ein Zeichner wie ich, der sehr viel zeichnet, kann nicht immer alles zeichnen. Welche Stifte benutzt du? Die Illustrationen in den Büchern zeichne ich erstmal mit Bleistift vor. Das, wenn ich wach bin und fit und Lust habe, dann kann auch so eine Zeichnung mit Bleistift mal ganz schnell gehen. Aber wenn ich müde bin und nicht so große Lust habe, dann kann es auch mal sein, dass der kleine Drache Kokosnuss eine zu lange Nase hat. Und dann muss ich doch radieren. Manchmal radiere ich sehr viel, nehme da so einen kleinen Knetradierer dazu, weil der das Papier nicht so angreift. Und wenn dann die Bleistiftzeichnung gut geworden ist, dann nehme ich so einen
Tintenstifte mit so einer ganz feinen Spitze und einer wasserfesten schwarzen Tinte. Und dann ziehe ich die Bleistiftlinien nach, so ganz fein. Und dann radiere ich den Bleistift weg. Und dann kommen noch so Pünktchen, damit das ein bisschen lebendiger aussieht. Und danach wird koloriert. Und da benutze ich Aquarellfarben im Tuschkasten oder auch mit Tuben. Und dann mische ich mir das auf Porzellantellern oder so kleinen Paletten an. Und für einen Kokosnuss zum Beispiel benutze ich dann immer so ein Orange und ein Rot und später noch ein bisschen Schwarz und Braun, wenn ich die Schatten dann auftrage. Also ich male den nicht einfach an, sondern da kommen so mehrere Schichten drauf, bis er richtig lebendig aussieht. Willst du immer wissen, wann es ein neues Video vom kleinen Drachen Kokosnuss gibt? Dann klicke auf Kokosnusskopf, um den Kanal zu abonnieren.